Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind gerade dabei auf dem Weg zur Kräuterhexe, die hier irgendwo in den Wicken wohnt. Und versuchen jetzt gleich diesen genialen Trankbrauch-Skill zu lernen, damit wir uns die Geschicklichkeitstränke reinorgeln können. Ich hoffe, das klappt. Also ich habe mich jetzt nicht informiert. Wir speichern einfach vorher, dann kann ja nichts schief gehen. Ne? So können wir auf jeden Fall nicht verkacken, sag ich mal. Also in der Regel nicht. Ich schaff's ja irgendwie trotzdem, weil ich habe die Skills, ne? Ich habe auch die Skills in der Verscheißerei. Ich bin da richtig Master drin, also richtig der Meister. Und wo gucken wir einfach mal ganz gemütlich. Guck mal, da hinten ist schon muggelig warmes Licht. Da sind wir doch richtig auf dem Weg. Was soll da noch schief gehen, ne? Tja, dann kämpfen wir bald gegen die Drachen, Alter. Gegen die Drachen. Da bin ich auch mal gespannt. Das wird, glaube ich, auch relativ interessant. Müssen wir auch nochmal vorher gucken, ob wir noch irgendwo ein paar Dämonenbeschwörungsschriftrollen bekommen. Ich habe nämlich, glaube ich, gar keine. Was ich irgendwie krass finde. Da wäre es ganz gut, wenn wir da vielleicht noch ein oder zwei organisieren können. So, Nabend, da geht er. Wie geht's dir? Erstmal speichern. Also, sag jeder, pass auf. Es wäre fast unmöglich, in Geldbeutel zu stehen. Du, das ist gar kein Problem. Geil, das gibt auch richtig Gold. So. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Elixier der Geschicklichkeit. Kostet 20 LP. Jawoll. Geil. Dankeschön. Jetzt müssen wir die hier nur noch brauen. Dafür brauchen wir so einen Alchemietisch. Hat sie sowas hier? Du bist doch Alchemistin. Ich wollte gerade sagen, da ist so einer. Läuft. Elixier der eine Goblinbeere, ein Kronstöckel. Trank des Geschicks. Ist es das? Ja, ne? Trank hergestellt. Jetzt checken wir das mal. Da ist es. Gib 3. Alter, scheiße. Auf geht's. Trank des Geschicks. Nochmal ein. Jetzt wird reingeorgelt, Leute. Jetzt wird richtig reingeorgelt. 4. Übel. Mal sehen, wie viel wir organisieren können. Zu wenig Rohstoffe. Scheiße, was fehlt uns denn? Okay, wir haben 4 Stück. Naja, immerhin. Haben wir keine Goblinbeeren mehr? Wir haben bestimmt keine Kronstöckel mehr, ne? Feuerkraut? Doch. 3 Kronstöckel, aber keine Goblinbeeren mehr. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns die Goblinbeeren ausgehen. Okay, wir müssen Goblinbeeren suchen gehen. Unbedingt. Okidok, aber egal. Schon mal geil. Wir haben jetzt hier, wenn wir gucken, wir sind jetzt bei 134. Und nun, einmal 3. Nochmal 3. Nochmal 3. Und nochmal 3. Alter. Und wir haben, wie viele Kronstöckel haben wir noch? Drei. Also wir bräuchten noch 3 Goblinbeeren. Ich werde gleich mal suchen. Wir sind jetzt bei 146. Mir fehlen noch 4 Stück. Wie dissend ist das denn? 4 Stück noch. Für den nächsten. Für diesen geilen Megabogen. Hacke, aber bei Bossbar geht, glaube ich, trotzdem schon ein besserer Bogen. Wir haben jetzt einen. Was haben wir jetzt für einen? 125. Wir können schon einen geileren noch kaufen. Ich guck mal eben, ob es das hier bei den Söldnern war. Oder ob Bossbar den hatte. Und ich glaube, dann gehen wir gleich auf Goblin-Bär-Suche. Ich check mal eben, wo es die gibt. Bis ich eine Liste oder sowas habe, werde ich, dann machen wir heute noch ein bisschen Orks-Geschnetzelei und so. Gut, wir haben eh noch ein bisschen was zu tun. Können wir noch ein paar Orks plätten sonst gleich. Und dann fürs nächste Mal würde ich sagen, organisiere ich mal eine Liste mit Goblinbären. Zumindest 3 Stück oder so. Die Sache ist, ich habe mir natürlich nicht gemerkt, welche ich schon habe. Ah, ist ein bisschen doof, ne? Aber kann ich mal gucken gehen. Da gibt es ja bestimmt irgendwie eine Liste oder so. Wo die Dinge alle sind. Und dann können wir mal so 3 abpflücken. Können wir nochmal um 3 erhöhen. Dann können wir nämlich den gleich noch in den nächsten größeren Bogen einsteigen. Das wird schon nochmal ordentlich was bringen. Ne? Und wir leveln gleich nochmal die Klaue hoch. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, sehr, sehr geil. Kronstöckel bräuchten wir natürlich auch noch eine Liste. Da habe ich aber natürlich auch nicht aufgepasst, welche wir schon haben und welche nicht. Hui.
das ist hätte doch er auch selbst rein. Wissen können. Das hätte er doch selber wissen können, die Jungen, die Sau. So. Nun gucken wir mal, was der gute Mann im Angebot hat. Khaled, hey, moin. Zeig mir mal deine Ware. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, mach ich. Ich sehe die mir immer mit dem Gesicht an, weißt du? Was hat er hier noch? Erstmal Pfeile. So, dann hat er hier noch Ledergürtel, langweilig. Gürtel des Schutzes, langweilig. Gürtel der Abwehr, alles lame. Ich hab da meine eigene Meinung. So, er hat hier den Drachenbogen 160 und dann hat er den Eichenbogen 140. Also komm hier nicht so. Alter, Drachenbogen 160, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ich glaube, den kaufe ich, na. Ich kaufe den jetzt schon mal, ihr wisst ja, dass ich es wahrscheinlich schaffe, das Ding zu veräußern, aus Versehen, weil ich dumm bin. Den kaufe ich schon mal und den Eichenbogen mit 140 kaufe ich auch schon mal, sag. So, dann kann ich dir mal ein bisschen Müll verkaufen, den ich angehäuft habe, wie wäre es mit diesen 12 orkischen Schwertern? 20, 7, Wolfszahn hebe ich mal noch auf. Ich habe, glaube ich, auch den Feuerbogen verkauft, meinte Sassy irgendwie. Ich glaube, ihr auch. Wahrscheinlich war ich dumm. Nee, hier ist ein magischer Bogen. Scheiße, ich habe den Feuerbogen verkauft, Tatsache. Weil ich dumm bin, ne? Einfach mal gemacht. Wer braucht schon den Feuerbogen, Mann? Ernsthaft? Wer braucht den denn? Aber so richtig kräftig, einfach mal mit der Faust dazwischen, weißt du? Hast auch Ruhe. So, Eichenbogen 140. Nice. Jetzt gehen wir kurz zu Xardas. Da gibt es wohl ein Belia-Schrein. Wir können noch mal gucken, ob ich noch wieder Hörner... Ne, ich habe keine Hörner, ne? Komm, wir gehen kurz zu Xardas. Gehen wir erst zu Xardas. Fokus, Leute, Fokus. Mir wird immer gesagt, ich brauche mal den Fokus und ich erwidere damit nur. Fokus haben wir schon im Addon alle verbraucht, die ganzen Fokussteine. Deswegen, ich habe keinen Fokus mehr, die sind alle auf. So, Xardas, bitte. Hui! Im Turm bei ihm, meinte der Falke, nämlich gibt es auch eine Belia-Statue. Und das stimmt, die habe ich auch schon mal gesehen. Weiß noch nicht, wo sie ist, aber ich weiß, dass hier eine ist. Da werden wir kurz mal beten und hoffen, dass das jetzt wieder eine Einhandwaffe wird. Ansonsten werden wir nach dem nächsten Level-Up dann einmal auf Einhand gehen, einfach nur, um da noch ein bisschen was zu pimpen. Aber auf Zweihand habe ich keinen Bock. Zweihand juckt richtig. Oh, die Schneckennudel drauf, ne? Man kennt's. So. Das war, glaube ich, draußen irgendwo. Mal sehen, was er noch so erzählt. Hey Xardas, was gibt's Neues? Was gibt es Neues? Die Suchenden sind noch nicht gegangen. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich zur Strecke gebracht haben. Töte die Drachen im Minental und finde heraus, wer hinter diesen Angriffen steckt. Sonst wird ihre Übermacht nur noch größer. Keine Sorge, ich bin voll dabei. Ne? Mach dir mal keinen Kopf. Wir kümmern uns drum. Jetzt muss ich nur erstmal deine Belia-Statue finden. Die ist irgendwo draußen, glaube ich. Man kann irgendwo rausgehen. Und draußen an der Seite am Turm stand die irgendwo. War das hier ganz oben? Hier nicht. Hier, genau, da ist sie. Etwas seltsam platziert. So, oh, eben beten, ne? Die Klaue Belias verbessern. So, ist das jetzt wieder eine Einhandwaffe? Bitte, 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 sei wieder eine Einhandwaffe, bitte. Betty. Einhandwaffe, ja, nice. Einhandwaffe 103, Chance auf Extraschaden 38. Endlich keine Zweihandwaffe mehr, sehr gut. Okay, damit hätten wir das. Dann, was wollte ich noch machen? Zu Bossbar einmal kurz. Bam, 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 bam. Was haben wir jetzt gerade für einen Bogen? 140, ne? Ich glaube, Bossbart hat nämlich noch einen 150er. Dann können wir den auch schon mal holen. Den kriegen wir nämlich dann demnächst. Einmal zu Bossbart. Wir reisen hier munter durch die Gegend, ey. So, gucken, ob wir Silber losschlagen können. Wenn wir eh schon mal hier sind. Er sollte lieber den Mund halten. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Moin. Komm wieder, wenn du silberne Teller oder Kelche hast. Alles klar, alles klar. So, dann einmal zu Bossball. Wir haben ja wieder einiges an Fällen und so weiter eingesammelt. Die können wir ihm dann auch nochmal geben. Freut er sich auch? Das ist doch kein Geheimnis mehr.
Was soll ich zu fassen? Alles weiter. Zählt alles weiter, Leute. Glaubst du ja nicht, ne? Kriegst du die Tür nicht zu. Ich sag dir das. So. Bossballer Kumpel, moin. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ja, ich hab Fälle für dich gesammelt. Neue Fälle. Ja. Hast du welche dabei? Klar, ich bin ja deswegen unterwegs, ne? Hier, guck mal. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Gönn dir mal. Wolfsfell, das ist gut. Das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Genau so, wie du sagst. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Hole her, danke. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Wird gemacht. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was hat er jetzt noch für einen Bogen? 160? Er hat nämlich hier noch den Kriegsbogen, den 150er. Gleich mal reingönnen. Bams, okay. Ansonsten eben noch 200 Pfeile mitnehmen und dann passt es auch schon. Ende. Tschüssi. Die Probleme habe ich kommen sehen. Und jetzt gucken wir gerade mal, ob es am Markt nochmal wieder so eine Dämonenzauberrolle gibt. Und hier der oben, da oben gab es ja auch noch einen Händler. Der hat ja auch so ein bisschen Besonderes. Vielleicht hat der noch so eine Zauberrolle von wegen hier Dämonen beschwören. Wir brauchen auf jeden Fall Dämonen beschwören Rollen. Dringend. Dringendst. Das interessiert mich nicht. Das so nicht. Ja, da, das ist gut, wa? Ich hab da meine eigene Meinung. Lutero, Junge, hey. Moin. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du hast scharf der Doppelblock. Zweihandwaffen, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und vergessen, jede Menge Vergessenszauber. Warum er die hat? Ja, ist klar, reingehauen, ne? Tschüss. Gut. Dann doch nochmal runter. Dann gucken wir nochmal eben auf dem Marktplatz, ob da noch einer so einen Zauber hat. Und ansonsten geht's wieder zurück. Ein paar Orks kloppen. Wird sich das jemals ändern? Grüße gehen raus an Diego. Moin. Ich find's schön, dass er jetzt hier oben ist. Er hat einen harten Weg hinter sich. Er hat's verdient jetzt auch mal ein bisschen die Gönnung, ne? Meine Meinung will ja keiner hören. Ich hab was anderes gehört. Ich hab was anderes gehört. Das war doch klar. Ach man, ey. Gothic ist so lebendig überall. Ist überall was los. Einfach nur schön. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land... Wir können nur abwarten. Wir können nur abwarten. So, mal sehen, was Zuris so im Angebot hat. Moin! Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn hier? Also, Feuerpfeil, kleiner Feuersturm, Untote vernichten, Blitzschlag, Licht, Eiswelle, Eisblock, Eispfeil, Schaf, Skelett, Wolf, Unwetter, Windfaust, Blitz. Tja, ich habe keine Ahnung, wo kriegen wir denn sowas her? Also, wenn mir einer sagen kann, wo ich so Dämonenbeschwörungszauber kaufen kann oder organisieren kann, gerne mal in die Kommentare schreiben. Hat Daron auch was? Verkauft ihr auch was? Nee. Denn ich bin so ein bisschen ratlos, muss ich gestehen. So, leichte Ratlosigkeit macht sich breit. So. Okay, dann geht's jetzt weiter. Teleport zum Pass im Minental. Teleport zum Pass in Korinnes. Jetzt verstehe ich das erst. Also ich hab's jetzt verstanden, Leute. Es ist immer der Pass. Also wir teleportieren uns zum Pass. Aber einmal die Seite in Korinnes und einmal die Seite im Minental. Jetzt habe ich's geschnallt. Jetzt habe ich es geschnallt. Hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. Aber jetzt habe ich es geschnallt. Bin ein bisschen stolz. So, gut, dann zurück ins Mean Hall. Ich würde sagen, noch ein bisschen Orks platt machen. Ich hätte ja schon, also ich guck mal, dass ich für nächste Folge mir so ein paar Goblin-Bären-Orte raussuche. So mindestens nochmal 3 Stück. Dann wären wir auf 50. 60 wäre natürlich noch geiler. Wie bräuchten wir denn dafür? Ich rechne mal aus. Wenn wir auf 60 kommen könnten, wäre noch cooler. Ich glaube, das ist dann auch schon fast der krasseste Bogen oder wird es noch übler? Weil die Zeit würde ich mir dann echt nochmal nehmen, dass wir dann eben noch ein paar Kronstöckel und ein paar Goblinbären sammeln. Der Schadensoutput erhöht sich halt dann doch nochmal drastisch, was natürlich jetzt auch dann für die Kämpfe gegen die Drachen schon sinnvoll wäre. Aber wie gesagt, das machen wir dann gleich nächste Folge.
Jetzt töten wir noch ein bisschen, wenn sich das noch lohnt. Ah, 4,5 Minuten noch, da geht noch was. Dann später wieder raus wahrscheinlich, ne? Egal. So. Dann gehen wir hier jetzt erstmal zur Burg. Mintal, Corines, Hafenstadt, Taverne, Xardas, Glogs der Burg, da. Ab geht's. Zack. Nougat Logs. Weiter noch ein paar Orks platt machen. Ist das wirklich wahr? Es ist wirklich wahr. Ich mach die alle fertig. Die können mich mal, die Jungs und Mädels da, ne? Haben wir schon weibliche Orks gesehen? Die sehen für mich alle gleich aus. Oh, ja, ja, sorry. Oh, ein bisschen auf die Fresse gefallen. Aber es geht ihm gut. Leichte Kieferschmerzen jetzt, aber sonst ist alles in Ordnung. Unser Held ist stabil. Der hält halt aus, ne? So, mal sehen, wie weit waren wir denn schon? Wir waren ja schon ein gutes Stück vorangekommen, aber da sind noch viele Orks, ne? Also, wir müssen ja erstmal einmal um die ganze Burg drumrum. Da geht noch ein bisschen was. Deswegen so ein besserer Bogen wäre schon sehr hilfreich. Da nochmal 2 Level höher. Dann fallen auch die Eliten langsam. Wie Dominos, ne? Noch können die ja ein bisschen was aushalten, aber bald nicht mehr. Du. Ach ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Spieleserie einfach nur so massivst feiere? Tatsächlich. Ich freue mich auch. Also wir werden den Dreier nochmal spielen. Ich weiß, ich habe den schon mal Let's Played. Ich weiß, einige wünschen sich, dass wir direkt zu Riesen weitergehen. Aber ganz ehrlich, komm. Ich habe auch viel Kritik damals und ich habe ja das technische Verständnis noch nicht so ganz für den YouTube-Codec gehabt, weswegen das Gameplay auch oft ja dann so zerfransert ist und zerfasert ist. Und nun sind wir ja technisch deutlich höher. Deswegen, ich hätte schon nochmal Bock drauf. Aber es sind dann auch nochmal wieder 200 fickende Folgen. Das ist mir ein halbes Jahr locker. Aber dann als Magier, das macht es, glaube ich, ganz spannend. Aber da brauche ich euch, wie gesagt. Da brauche ich euch dann so stark wie noch nie. Weil Magier, das wird, glaube ich, übel. Denn man muss ja sagen, wie es ist, wenn man Gothic 3 ungepatcht einfach mit dem Original-Kampfsystem spielt, dann ist das halt mega chillig als Nahkämpfer. Wir sind da ja durch problemlos. Es war ja lächerlich. Lächerlich. Mal sehen. Ah, guck mal. Da geht schon was. Jetzt sind das nur noch 3 Schüsse. Und wenn wir nochmal den nächsten Bogen erhöhen, sind das nur noch 2 Schüsse. Und mit nur noch 2 Schüssen, da geht's aber wirklich dann steil, ne? Da brauchst du dann aber gar keine Angst mehr haben. So, ich gehe mal vorsichtig ran und versuche mal nur den Ork-Krieger anzulocken. Ah, treffe ihn leider nicht, muss noch ein bisschen näher. Immer noch nicht, noch ein bisschen näher. Wird nicht klappen. Jetzt wird der Elite mitkommen, definitiv. Mit Glück kriegen wir den platt, bevor er mich hauen kann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll! So lobe ich mir das doch. Nun geht's aber los hier mit der. Mit dem Kampf gegen die Orks. Jetzt haben die ein Problem. Jetzt bin ich gut ausgerüstet. So, da ist noch so ein läppischer Ork-Krieger. Lulli, ey. Zack! Muss nur noch besser treffen. Noch jemand hier? Ich muss auch mal die Ork-Häuschen reingucken, so, ne? Ich renne da immer nur durch irgendwie. Gut, das ist jetzt kein Haus mehr. Das ist ja eher eine Entschuldigung, ne? So. Ups, ich wollte den Ork treffen, der sich da gerade am Arsch kratzt. Hab aus Versehen auch noch die Fliege mit weggemacht, aber passiert. Passiert. So, hier liegt noch ein Trank rum. Dam, 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 dam. Wer ist das da unten? Sind das Banditen? Rot. Er hat einen Namen. Leute, die einen Namen haben, sind wichtig. Da gucken wir gleich. Ich muss eben kurz checken, was haben wir da? Okay, auch keine Orks mehr. Was ist hier los? Warte mal, Feldräuber. Und dann noch ein Warg. Oh, Moment. Also einen dulligen Ork-Krieger eben noch platt machen. Na komm schon. Oh, da ist noch ein Elite-Krieger. Oh, oh, nice. Und jetzt eben noch den Wag da wegballern und dann haben wir es schon. So, meine Lieben, ihr habt den Horn Krähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet, ne?
Wir machen an dieser Stelle wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.